Okay, hello, it's the Martian. Space Jam Jardins. I want this shit forever. Wake up and smell the garden. Fresher than the harvest. Hallo und herzlich willkommen zurück hier in Fallout 4. So, wir sind da, wo wir letztes Mal waren. Nur, dass es jetzt Tag ist. Ich habe mir gedacht, ich lasse auch dieses Mal noch die Musik weg. Weil ich finde es einfach atmosphärisch viel schöner. Könnt mir gerne eure Meinung dazu sagen. Wir werden jetzt mal hier weitermachen. So, wir waren ja hier. Mal gucken, was hier so los ist. Oh, da ist ja auch einer, mit dem können wir mal reden. Bleib weg, wenn du nicht mit anpacken willst. Hi. Willst du dir was verdienen? Ich könnte Hilfe brauchen, wenn du mit dem Glotzen fertig bist. Warte. Wir können noch mal eben schnell... Inventarkleidung. Rechtes Bein. Kann man das irgendwie... Favoriten. Ja, das kann man unter Favoriten machen, aber... Das bringt mir auch gar nichts. Auch Anzug. Bildsuit noch aufgesetzt. Wenn wir jetzt wieder so aus, dann reden wir jetzt mal mit ihm. Gucken, ob es klappt. Hallo. Willst du dir was verdienen? Ich könnte Hilfe brauchen, wenn du mit dem Glotzen fertig bist. Ich könnte vielleicht helfen. Für ein paar extra Kronkorken? Ich wollte dir sowieso was geben. 75 Kronkorken für deinen Aufwand? Es ist schon... Ich weiß nicht, ob ich bereit bin. Ein paar weitere Kronkorken könnten mich überzeugen. Du machst es mir nicht leicht. Okay, dann 100 Kronkorken. Ja, nochmal gilt es rot. Hilfe? Bei was genau? Ich versuche, die alte Wasserpumpe zu reparieren. Du müsstest reichlich Schrott geben, wenn ich alles trockenlegen kann. Nein, wirklich? Nein. Was hast du hier denn wirklich vor? Vielleicht habe ich Freunde, die Höhlen erforschen. Vielleicht brauche ich ein Loch, um Leute wie dich reinzuwerfen. Also, hilfst du mir jetzt? Na gut. Wobei brauchst du denn Hilfe? Ach, die Pumpe ist nicht im besten Zustand. Müsste aber starten. Durch einige Lecks wird hier alles überflutet. Kannst du es reparieren? Die Lecks sind unter Wasser. Halt nach Blasenausschau, um sie zu finden. Ja, ist klar. Also wir müssen jetzt ins Wasser springen. Ich weiß ja nicht. Da müssen wir natürlich ins Wasser für. Eins ist da. Mal sammeln wir alles ein. Ich werde natürlich auch Sachen wegbringen. Die hätte ich dir schon erzählt oder nicht erzählt. Aha, kommt es hoch. Wie schön. Klebeband ist eine Sicherung. Sehr schön. So kommen wir schon mal runter. Ich werde jetzt hier auf meinem Film mal eben speichern. Gucken wir mal. Verstrahlt. Eins müssen wir aber noch machen.
sowieso mal so ein Zeug einwerfen. Also, eins eingeworfen. Auch der Hund wartet da fröhlich, oder was? Ist ja wunderschön. Und es war doch nicht mal, es war doch nicht mal viel, was das weggemacht hat. Das ist natürlich sehr traurig. Minus 300 Rad. Wie haben wir denn? An Strahlung. Was irgendwo sehen? Ich sehe auch nicht gut aus. Rein. So. Jetzt werde ich mir die noch mal einwerfen. Der Ball da fröhlich. Auf jeden Fall haben wir das jetzt schon mal geschafft, die Quest soweit. Denke ich mal. Dann können wir da nochmal, wenn das Wasser abgepumpt ist, da reingucken. Was da so ist. Was, wenn ich den Fluss hierher umleite? Ach, weiß ich nicht. Hey. Ja, genau. Ich überlasse dir die Ehre. Drück den Schalter an der Pumpe. Hier, dann drücken wir doch jetzt mal die Schalter an der Pumpe. Und ja. Ah, hier. Hör genau hin. Warte mal, hast du das gehört? Oh Mann, das ist rot. Die haben ihn getötet. Und er hat mich auch getötet. Okay, also die Queste sollten wir vielleicht später abschließen. Oh Mann. Naja, spät in der Nacht. Hustenanfälle. Na, alles gut hier. Gut, dann werden wir die Quest doch eher später abschließen. Ein bisschen stärker sind. Gut. Gucken wir mal auf die Karte. Also hier soll auch noch irgendwas sein, habe ich gesehen, weil ich habe so ein Lösungsbuch. Aber da wir sowieso noch mal wieder hierher kommen müssen und wir müssen ja eigentlich dahin, werde ich jetzt dieser Straße mal folgen. Hier muss auch noch irgendwas sein. Also ich folge jetzt hier so der Straße mal. Oh, die Hauptstraße. Ah, eigentlich die. So eine Minimap wäre eigentlich auch noch schick. Ich habe jetzt mein Handy. Kann nicht neben mir liegen. Es lädt gerade auf. Muss ich nämlich mal in die Karte reingucken. Hier wollte ich die Straße entlang laufen. Das müsste richtig sein. Ja. Wo ist denn das für welche? Speichern wir nochmal. Na, wen haben wir denn da? Möchtest du handeln, Bruder? Kaum noch selber. Achso, ich. Warte, ich habe auch immer noch. Das und kein Wunder, dass ich da gerade gestorben bin. Aber trotzdem. Unsere Belohnung wäre ja weg.
Wer bist du? Was machst du hier draußen? Ich heiße Dreth. Mehr musst du nicht wissen. Und, willst du noch was kaufen? Ich habe nicht ewig Zeit. Kommt drauf an, was du verkaufst. Waffen, Munition. Du wirst schon was finden. Ja. Hey. Es ist spät. Willst du noch was kaufen? Darf ich dir ein paar Fragen stellen? Fragen kostet nichts. Nachschlag gefällig? Was hast du denn? Ja, ich schau mal, was du hast. Guck dir das an. 5,6 mm. Patronenwert 4. 4,5er. 10 mm Patronen. Das ist voll teuer. 10 Patronen kosten mich viel zu viel Geld. Oh, eine Maschinenpistole. Nice. Nur zu teuer. Nein, wir wollen nichts haben. Was bist du für einer? Entschuldigung. Sprich mit Dreth. Nee, nee. Vielleicht sollten wir uns aber auch was ansehen. So sind wir natürlich ein bisschen besser geschützt. Was haben wir denn hier unten? Natürlich schon wieder weg von der Straße. Oh. Fünf. Schneller ist ein Messer. Ist schon schön. Das ist einfach Zahnpasta, Forschung. Reagenzglas oder sowas. Wo war denn jetzt schon wieder die Straße? Hier in die Richtung. Irgendwo hier. In die Richtung müssen wir, ist das richtig? Ja. Es gibt so viel zu entdecken. Zum Beispiel das hier. In. Was war das? Gibt's hier irgendwas Verstecktes noch? Das ist die große Frage. Sieht aber nicht so aus.
Irgendwas strahlt hier schon wieder heftig. So, mal gucken. Was war das schon wieder? Noch so eine Ratte. Immer diese Ratten. So eine Eisenbahn. Ist eigentlich eine coole Eisenbahn eigentlich. Trecker. Warum kommt man nicht rein, so wie es aussieht? Wir müssen in diese Richtung, in diese Stadt. Autobahn gibt es schon auch noch was zu holen. Hier. Das Ding kann ich nicht hacken. Nee, dafür bist du nicht gut genug für. Was ist systematisch mit dem Haus an hier? Mr. Pines. Schlaf gestorben. Oh, ich muss Hatschi machen. Die Mikro. Ja, jetzt, das wäre jetzt ein bisschen laut gewesen. Boah. Coca-Cola-Flaschen. Cooles Ding. Mit. Hier kann man rein. Rein. Oder auch jetzt, da krieg ich es tiefer. Das mache ich hier vorne alles. Durchsuchen. Flaschenkürbisse. Okay. So, ja, wir haben auch einen Level-Einstieg. Natürlich gleich mal gucken, um Hacken vielleicht zu verbessern oder so. Wenn wir das schon können. Server gearbeitet. Oho. Ein Fusionskern, den nehmen wir mit. Noch ein Fusionskern mehr. Ein Life in the Woods Minecraft Server mit
Atomcraft drauf. Und Industriecraft. Und noch ein paar anderen Mods, die kompatibel waren mit der Serverversion von Life in the Woods. Aber von Technik nur Industriecraft. Ein bisschen Maschinen wenigstens. Damit habe ich mich auch noch gar nicht beschäftigt in dem Minecraft Let's Play als Magier. Industriecraft. Ausgezeichnet. Was haben wir denn hier? Geschichte eines Dorffleischverkäufers aus Youngtown. Du hast eine Ausgabe von Geschichten eines Dorffleischverkäufers aus Youngtown gefunden. Er hat dauerhaft bessere Preise, wenn du bei Händlern einkaufen möchtest. Das ist doch wunderbar. Das ist doch wunderbar. Als kleine Information am Rande auf jeden Fall. Vielleicht mal hier nochmal ein anderes Let's Play. Oder so, mal schauen. So. Das wird das erste Haus. Zwischendurch wieder speichern. Wer weiß, was hier abgeht in dieser Stadt. Da ist auch noch ein Gebäude, wo man rein kann, so wie es ausschaut. Jetzt gehörst du mir. Wow. Alter, der hat automatische Waffen. Alter, der hat ein MK-Geschütz. Das ist heftig. Okay, 5. Nee, 6. Nee, 7. So. Dann kann ich das Geschütz kaputt machen. Wasch mal das Geschütz. Hier sollte eigentlich auch was tun. Ah, da oben noch ein Geschütz. Das Geschütz. So. Machen wir es auch nochmal ein. Ich glaube, mit 0 kann man das. Mit 0 kann man das doch, denke ich. Oder auch nicht. Inventar. Hilfsmittel. Ist doch 0. Kuh. Will soll das angeblich sein? Ich musste Minus. Nehmen wir Minus. Safe ist ja. Das Schloss kriege ich nicht auf. Das ist aber zu schwer für uns. Wollte ich eigentlich machen? Bevor ich angeschossen worden bin? Was machen wir denn? Naja. Mal hier rein. Das ist auch schlimm, ne?
nicht so aus. Schade, ich kam nicht zu spät, um denen zu helfen, wer auch immer das war. War eine gute Bahn, oder? Da drinne? Ich denke nicht. Ich denke ja mal nicht. Aus mit Tragekraft. Ein bisschen, der Hund kann ja auch noch was nehmen. Denke ich mal, oder weiß ich gar nicht, Hund. Hey. Und. Ah ne, der Hund ist noch, den habe ich gar nicht leer gemacht. Das ist natürlich Mist. Kann ja nicht mehr viel tragen. Hab ich vergessen. Also viel kann ich nicht mehr mitnehmen, aber es sind eben bald schon wieder 30 Minuten. So. Scheint aber auch nichts weiter zu sein. Da ist noch eine Station. Da kann man wahrscheinlich auch rein in das Gebäude. Das heißt, ich werde für nächstes Mal wieder die Sachen weggebracht haben. Auf jeden Fall. Rennen wir mal weiter in das Gebäude da rein gehen oder hinten rein nächstes Mal. Oh, hier müssen wir hin, auf jeden Fall in die Richtung, noch 90 Meter. Spielzeugauto. Skelett, ich bin voll erschrocken. Hier kann man schon auch rein. Schon eine Tür. Das schaffe ich nicht zu hacken. Ja, muss ich das nochmal lernen. Da war einer. Überall Kohle. Ist ja nochmal richtig ab hier. Was macht der Hund da unten? Sieht voll krank aus. Guck mal, siehst du, es gibt auch hier voll krasse Musik, wenn hier Kämpfe losgehen. Die haben wir gar nicht gehört, wenn hier andere Musik an ist. So, und genau hier an der Stelle werden wir uns das nächste Mal wiedersehen. Und dann sage ich, falls euch das Video gefallen hat, lasst doch einen Daumen hoch da. Wenn nicht, dann nicht. Und tschüss, bis zum nächsten Mal.